Herzlich willkommen zurück bei All for the Game mit mir, dem Daniel, und einem erneut Video auf unserem Kanal. Heute dreht sich alles um das neueste Titel-Update, und zwar Titel-Update Nummer 4. Ich habe mir gedacht, es wäre ganz interessant, vielleicht mal zusammen die Patch-Notes durchzugehen und darüber zu reden, was sie genau eigentlich bewirken sollen. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, ich werde es oben rechts in der Infobox verlinken. Da sind wir die Evolution-Karten durchgegangen, welche ganz hilfreich sein könnten für dein Ultimate-Team. Schau da gern vorbei. Ansonsten beginnen wir jetzt mit dem Titel-Update Nummer 4. Falls ihr es euch noch nicht gemütlich gemacht habt, dann schnappt euch jetzt was zum Trinken, haut euch auf die Couch und wir gehen zusammen das Titel-Update Nummer 4 durch. Falls euch das Format gefällt und ihr meint, es könnte ganz hilfreich sein, dass wir zusammen mal die Updates, die Patchnotes durchsprechen, dann lasst mich das wissen mit einem Daumen nach oben, ich würde mich sehr freuen. Wir werden die nicht so wichtigen Änderungen werden wir durchgehen, indem wir sie einfach erzählen. Und die wichtigeren Änderungen, da werde ich ein bisschen mehr drauf eingehen. Manche Sachen brauchen wir nicht explizit erklären, dementsprechend werden wir da mehr oder weniger drüber fliegen. So, die erste Änderung, wir haben in den Spieleinstellungen eine Einstellung zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der Evolutions über Kopfanzeige eingebaut. Da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen tatsächlich. Ich würde mal behaupten, es ist ein Icon, welches symbolisieren soll, dass ihr eine Evolutions-Karte habt. Was anderes kann ich mir da jetzt nicht zusammenreimen. Problembehebungen. Die Elfmeter-Präzisionsanzeige war im Elfmeterschießen in Champions-Partien nicht sichtbar. Ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, aber ist jetzt gefixt. Jetzt wisst ihr zumindest, wie präzise euer Schütze Elfmeter schießen kann in Foot Champions. Auf manchen Rivals Meilensteinstufen wurde statt des korrekten Bonus gelegentliches fälschlicherweise eine Bronze-Choreo angezeigt. Dabei handelt es sich lediglich um ein visuelles Problem. Okay, uninteressant. Einige bestimmte Profi-Item-Paarungen konnten nicht derselben Mannschaft platziert werden, in dieselbe Mannschaft platziert werden. Da handelt es sich um Gerd Müller, Bobby Charlton, Frank Ribéry, Jairzinho Abili und Xabi Alonso. Wusste ich tatsächlich nicht, aber allein, dass du schon Spieler nicht zusammen in eine Mannschaft setzen kannst, ist schon sehr, sehr krass. Okay, ist gefixt. Wir können jetzt zusammen Xabi Alonso und Frank Ribéry spielen lassen. Perfekt. Wunderbar. EA FC Beta. In der Faunus Evolution wurde gelegentlich irrtümlicherweise ein Profi-Item angezeigt, das nicht dafür ausgewählt wurde. Dabei handelte es sich lediglich um ein visuelles Problem. Da wurde eine Spielerkarte angezeigt, die halt nicht in der Evolution verfügbar war. Ist auch uninteressant. Nachdem ein Angebot auf ein Profi-Item abgegeben wurde, das sich auf dem Transfermarkt-Kandidatenpreis-Vergleich-Bildschirm befindet, konnte der Bildschirm nicht ordnungsgemäß verlassen werden. Hatten wir oft, dass auf dem Transfermarkt ein Item sich befunden hat, was du beobachtet hast, danach gesucht hast und dann sich der Transfermarkt aufgegangen hat. Wir werden weiterhin wahrscheinlich Crashes haben beim Transfermarkt, sagen wir ehrlich, aber wenigstens ein Problem weniger. Nach dem Öffnen eines Packs und dem Austausch eines doppelten Items gegen eine tauschbare Version auf dem neues Item-Bildschirm wurde der Schnellverkaufswert nicht immer angezeigt. Das ist einfach so, wenn ihr ein Untrade-Spieler gegen einen Tradable-Spieler in eurem Verein tauscht, dann wurde unter dem Spieler nicht immer die Coins-Anzahl, wie viel er beim Schnellverkauf wert ist, angezeigt. Soll gefixt sein, also müsste es jetzt korrekt angezeigt werden. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Änderungen, und zwar zum Gameplay. Wir haben den möglichen Effekt von Direktabnahmen Präzisionspässen aus extremen Winkeln verringert. Ist sehr gut, ist relativ unrealistisch, dass du da immer so einen großen Effektwert hattest, beziehungsweise dass das mit so viel Schnitt kam, dass der Ball dann trotzdem noch zum Mitspieler kam, ist keine schlechte Änderung. Wir haben die mögliche Präzision von akrobatischen Schüssen leicht verringert, finde ich auch gut. Es ist oft mal vorgekommen, dass du einen Fallrückzieher gemacht hast aus einem unmöglichen Winkel und dieser ist dann aufs Tor bzw. sogar ins Tor geflogen. Profis bevorzugen bei Flanken vom Flügel nun den Fuß, der den Seitenlinie am nächsten ist. Diese Änderung gilt nicht für Trivela-Flanken und hohe Flanken. Okay. Ich meine, ist eine ganz gute Änderung. Nicht weltbewegend, denke ich, aber hilft dennoch für die Leute, die öfters mal die Flügel wechseln oder Flanken schlagen. Ja, dann ist es etwas leichter jetzt mit den Spielern dieses zu machen.
So, Problembehebungen. Oh, das könnte interessant werden. In manchen Spielsituationen konnte der Ball irrtümlicherweise beim Laufen am Bein des dribbelnden Profis kleben bleiben. Ja, Glitch League, ne? Sag ich bloß dazu. Letzte Woche in der Weekend League, wer kennt's nicht? Wir spielen mit Trickster Plus, versuchen den Spieler mit dem Ball jonglieren zu lassen, machen einen Fake Shot und der Ball bleibt im Kniewinkel bzw. in der Hand sogar hängen. Ihr konntet dann dementsprechend mit dem Ball einfach ins Tor laufen. Da gab es einen Hotfix dafür, es wurde Trickster Plus entfernt aus dem Spiel. Das ist jetzt wieder möglich mit Trickster Plus, bloß der Bug sollte jetzt behoben sein. Allein, dass sowas ein Ding ist und die Weekend League manche mit 20-0 durch diesen Glitch beendet haben, ist natürlich absolute Frechheit. Aber so sei es. In einigen Fällen kamen hohe Präzisionspässe nicht zum anvisierten Profi. Ja, kennen wir alle, denke ich. Ob das jetzt so viel einen Unterschied macht, werden wir, denke ich mal, die Tage merken. Wenn die Zieleingabe in den letzten Momenten einer Außenrissschussanimation geändert wurde, ging der Schuss gelegentlich zum Torwart-Profi statt zum anvisierten Punkt. Okay. Ist mir noch nicht aufgefallen, aber werden bestimmt schon ein paar bemängelt haben. Bei hohen Dropkicks mit geringer Schusskraft kam der Ball gelegentlich nicht zum anvisierten Profi. Ja, also wir sehen schon, wir haben sehr viele Problembehebungen, die uns zeigen, dass wir oft den Ball nicht dorthin spielen konnten, wo wir eigentlich hinvisiert haben. Das soll jetzt mit Titelupdate Nummer 4 scheinbar viel mehr verbessert werden. Ich hoffe es so, weil wir kennen, wer kennt es nicht, wie du spielst. Weekend League, schießt deinen Spieler an. Und der Ball springt sonst wo hinten. Hast du auch oft bei Standardsituationen gehabt. Ganz, ganz, ganz wilde Sache. Manuelle Pässe, die von den Spielstil-Schnittstellen Pass und Weiterpass beeinflusst wurden, funktionieren nicht immer ordnungsgemäß. Okay, ob das jetzt dadurch gefixt ist, ist jetzt nicht aus diesem Satz irgendwie rauszulesen. Dementsprechend denke ich, wird da jetzt nur eine Verbesserung drin sein, noch kein kompletter Fix dafür. Also werden wir einfach beobachten müssen, wer auch manuelle Pässe spielt. Respekt dafür. So, jetzt kommen ein paar Sachen für Karrieremodus. Ich selber bin jetzt nicht in den Karrieremodus so drin, deswegen werde ich die jetzt einfach vorlesen. Ich werde da nicht groß was dazu sagen, weil ich denke, die meisten interessieren sich eher für Ultimate Team, Gameplay, Bugs und sowas. Nichtsdestotrotz, denke ich, sollten wir es einfach mal durchgehen. Dementsprechend besprechen wir da ein paar Sachen, beziehungsweise lesen diese Sachen einfach mal vor. Gelegentlich wurde Pressekonferenz-Tutorials auch nach der ersten Pressekonferenz in den Management-Karriere weiterhin angezeigt. Okay. Scout-Berichte für Vereine aus den unterklassigen Ligen in der Management-Karriere enthielten gelegentlich hochwertige Profis aus höheren Ligen, die nicht an einem Wechsel in eine unterklassige Liga interessiert waren. Ja, ist eigentlich ein cooles Feature, muss man sagen, ne? So hast du auch als kleines Team mal vielleicht die Chance, einen Cristiano Ronaldo zu verpflichten, aber ist relativ unrealistisch, ist klar. Die Scouting-Anweisung, Torwartspiel, Stile, alle Spielstile und ohne waren im Karrieremodus nicht verfügbar. Die sind jetzt verfügbar, schätze ich mal. Wenn ein Profi in der Management-Karriere vor dem Karriereende stand, wurde die Warnung für auslaufende Verträge gelegentlich fälschlicherweise angezeigt. Diese Satzbildung gelegentlich fälschlicherweise. Ganz, ganz, ganz wild. Obwohl alle anderen Verträge verlängert wurden. Pro Clubs. Pro Clubs könnte auch nochmal interessant werden, tatsächlich. Problembehebungen. Beim Spielen als Torwart. Im Stronghair Stadium. Wurde die Sicht aufgrund der Stadiongeometrie irrtümlicherweise eingeschränkt. Das haben wir schon seit Jahren bei mehreren Stadien. Das wird wahrscheinlich nicht das letzte Stadion sein. Wurde, denke ich mal, dadurch jetzt gefixt. In einigen bestimmten Szenarien konnte unbeabsichtigte Spielstile bei einem Virtual Pro eingesetzt werden. Ja, das wussten wir ja auch. Du kannst Spielstile nutzen, die noch nicht freigeschaltet waren. Ist scheinbar jetzt gefixt. Ist scheinbar jetzt gefixt. Manche Accessoires wurden in der Spontanspiellobby nicht angezeigt. Mhm. Bei der Ansicht über die Bestenliste und die Voreinstellungen wurden die Torwartwerte nicht immer korrekt dargestellt. Dabei handelt es sich lediglich um ein visuelles Problem. Okay. Wenn das Aussehen von KI-Teammitgliedern bearbeitet wurde, sahen sie nicht immer so aus, wie sie bearbeitet waren. Zudem waren weitere Bearbeitungen gelegentlich nicht möglich.
Auch schade, dass es jahrelang funktioniert hat, jetzt auf einmal wieder nicht, keine Ahnung. Hoffen wir mal, dass es jetzt wieder geht. So ein bisschen individuelle Stärke in den Club schadet natürlich immer nicht. Jetzt kommen wir allgemein Audio- und Grafikänderung. Wir haben einige Szenen außerhalb von Partien, UI-Elemente, Zuschauerübertragungspaket, Paket-Animation, also Pack-Animation, Stadien und Audios überarbeitet. Wir haben 17 neue Starheads eingebaut und ein Starhead aktualisiert. Sie sind nach einem bevorstehenden Server-Release im Spiel verfügbar. Okay, cool. 17 neue Gamefaces, sehr cool. Ein neues Gameface aktualisiert, also ein Gameface aktualisiert. Welches das ist, ist jetzt leider hier nicht rauszulesen. Aber trotzdem, dass ihr da noch ein bisschen nacharbeitet, finde ich ganz cool. Das ist eine geile Änderung. Problembehebungen. Wir haben Fälle korrigiert, in denen die Kontrolleinstellungen gelegentlich zurückgesetzt wurden. Das haben wir seit Jahren, diese Problematik, dass wir Kontrolleinstellungen vornehmen, egal in-game oder im Menü, und diese werden immer wieder zurückgesetzt. Ich hoffe, das ist jetzt damit gefixt und Geschichte. Wir haben mehrere Fälle korrigiert, in denen UI-Elemente und Tastensymbole nicht angezeigt wurden und nicht ordnungsgemäß funktionierten. Allein, dass das schon wieder ein Ding ist, sorry, aber man kann halt ein Spiel nicht unfertig oder in dem Stadium rausbringen. Juckt aber EA nicht, machen sie trotzdem, wie sie können. Wir sind jetzt bei Patch 4. Bei Patch 4 wird erst sowas gepatcht, das ist krass. Egal. Wir haben Fälle korrigiert, in denen falsche oder nicht formierte Texte angezeigt werden. Uninteressant. Für eins spezifische Stadien konnten in nicht vorgesehenen Modi verwendet werden. Okay, weiß nicht, was man sich darunter vorstellen soll. Ich dachte, du kannst jedes Stadion in jedem Modi verwenden, aber okay, ist ja so. Wir haben einige Stabilitätsprobleme behoben, die auftreten konnten. Ja, EA, Real Talk, wir haben, glaube ich, das ganze Spiel ist ein Stabilitätsproblem, aber so sei es, jetzt haben wir ja ein paar Stabilitätsprobleme angeblich weniger. Vielen Dank an alle, die Feedback abgegeben haben. Natürlich, wir geben Feedback seit Jahren ab und es ändert sich meistens nur 5%, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ne? Des Weiteren sind wir mit dem Update soweit durch. Es sind ein paar coole Sachen dabei, so leider gameplay-technisch nicht so viel, wie ich eigentlich erhofft hatte, tatsächlich. Nichtsdestotrotz ist es wieder mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem haben wir noch so viele Probleme in diesem Spiel und ich hoffe, mit Titelupdate Nummer 5 kommt da ein bisschen mehr, als was jetzt gerade kam. Aber da müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder erstmal ein paar Wochen warten. Nichtsdestotrotz, danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, lasst ein Abo da. Glocke aktivieren würde sehr helfen. Ich verabschiede mich hiermit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.